Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Sus Woo Remain. Wir haben ja beim letzten Mal die Polizeistation betreten und haben dort gelernt, dass der Junge, der ja an den Tod des Mädchens auf jeden Fall einen Vater hatte, der bei der Polizei war und auch dort der Chef war. Also der hat auf jeden Fall die ganzen Sachen gefälscht. Und es hat alles ins Leere geführt. Das heißt also, dass wir, naja, entscheiden mussten, ob der Vater in die Hölle fährt oder ob man ihm vergeben kann. Ich habe mich, glaube ich, für die Vergebung entschieden, denn er hatte ja schon einen Sohn verloren, ne? Ich meine, es ist natürlich nicht in Ordnung gewesen, dass sein Sohn an den Tod oder Mord beteiligt war, aber was willst du denn machen? Das Feuer ist aus, okay? Sie verfolgen mich auf Schritt und Tritt. Okay, also wir werden weiterhin von diesen Schattenwesen verfolgt und ich weiß trotzdem nicht, was unsere nächste Aufgabe jetzt ist, außer dass wir das Postamt durchqueren sollen. Okay. Was haben wir hier? Die Tür ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ja, sie wurde irgendwie blockiert, warum auch immer. Nicht verschlossen. Aber ich kann sie nicht öffnen. Etwas blockiert sie von der anderen Seite. Jana, weißt du, sei doch einfach ein Mann und renn dagegen, aber nee. Das machst du natürlich nicht. Okay. Oh, hier ist ein Schlüssel. Den nehmen wir natürlich erstmal mit. Was haben wir hier? Wow. Die Dinge standen nicht gut für sie. Ja, das sieht sehr schlecht aus. Den Computer kann ich anscheinend auch nicht nutzen. Das wäre lustig gewesen. Hier läuft noch ein Ventilator. Also, falls ihr euch wundert, warum die Schränke auf sind, ich hatte gerade eben schon mal versucht, eine Folge aufzunehmen. Das hat leider nicht so gut funktioniert, weil ich, mein Mikro nicht angeschlossen hatte. Ist jetzt auch eine Tür? Mach die mal nochmal zu. Okay. Gut. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist, aber ist auch in Ordnung. Okidoki. Okay, da können wir auf jeden Fall nicht rein, weil das Licht ist ausgeschaltet. Es gibt auch nicht so viele Räume. Was steht denn hier auf dem Brief? Wie lange müssen wir diesen Albtraum schon ertragen? Wann war der letzte Sonnenaufgang in De Mont? Wir sind gefangen in dieser verdammten Dunkelheit und Tag für Tag verschwindet einer nach dem anderen. Die Telefone funktionieren nicht, das Internet auch nicht. Es gibt keinerlei Kommunikation mit der Außenwelt. Wir werden alle sterben. Das sind natürlich tolle Aussichten. Bist du hierfür? Anscheinend schon. Der Strom zum Feuermelder war abgeschaltet. Das könnte unter Umständen hilfreich sein. Okay, ich soll immer noch das Postamt durchqueren.
Irgendwas soll nützlich sein. Ich schätze mal, ich muss eine Art Feuer legen. Aber wo? Ich habe doch... Habe ich überhaupt noch ein Feuerzeug? Ich meine, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge ein Feuerzeug und das haben wir benutzt, um den einen Banditen davon abzuhalten, abzuhauen. Der hat uns ja eigentlich gebeten, ne? Darum, dass wir einen Schlüssel oder so suchen sollen, aber wir haben ihn dann im Endeffekt verbrannt. Ja, und jetzt? Ich habe kein Feuer. Oder geht die Tür inzwischen auf? Nicht verschlossen, aber ich kann sie nicht öffnen. Etwas blockiert sie von der anderen Seite. Okay. Die Tür ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ja. Also sagt mir jetzt viel, ne? Ey, wisst ihr, das sieht so komisch aus, als könnte man hier eventuell durch, aber das geht nicht. Oder ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Meine, die Lampe... Warte mal. Wir haben ja das Löschsystem wieder repariert, beziehungsweise die Sicherung umgedreht. Das heißt also, jetzt geht's ja eigentlich wieder. Müssen wir eventuell das Licht da zerstören? Warte mal, kann ich da irgendwas gegenwerfen? Vielleicht wurde es ja dann anfangen zu brennen, meine ich. Okay, da kann ich nicht mehr raus. Ich brauche doch nur irgendwas Schweres. Also wisst ihr, das ist nämlich, was ich meine. Ich bin schon versucht, hier alles so gründlich wie möglich mir anzusehen. Aber komischerweise passiert es mir trotzdem immer wieder, dass ich irgendwas vergesse mitzunehmen oder anzuschauen. Ich kann auch das Paket nicht irgendwie in die Höhe schmeißen oder was auch immer. Das sieht aus wie, keine Ahnung. Ja, was willst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt machen? Ich meine, es gibt hier nicht so viele Räume. Der eine Raum, der eventuell genutzt werden könnte, der ist dunkel. Ey, willst du mich gerade verarschen? Ja, das Licht geht nicht an. Geil. Ja, da drückt immer wieder jemand das nach unten. Ich kann ja sonst nichts weitermachen. Ich meine, was soll ich denn jetzt tun? Es ist immer dunkel, also es hat mir jetzt das Spiel gesagt. Und jetzt? Kein Plan. Die Mülleimer kann ich nicht aufheben. Warte mal, muss ich es vielleicht gedrückt halten? Ne, geht auch nicht. Ja, oder muss ich vielleicht... Hier ist auch kein... Ah, vielleicht, warte mal. Ah. Aha. Reicht es jetzt, um... Die
Schränke kann ich jetzt öffnen? Ach so. Stimmt. Hat sich wieder alles verändert. Ach, warte mal, vielleicht ist jetzt die eine Tür offen und wir können dort durchschreiten. Oder auf Toilette ist irgendwas. Seltsam. Der Ort scheint nicht anders auszusehen. Ja, oh, im Augenblick noch nicht. Geht's hier irgendwo wieder raus? Da schon mal nicht. Oder ist jetzt draußen irgendwas anders? Ah, die Tür gibt's gar nicht. Interessant. Da kann ich nichts machen. Ah. Da haben wir wieder einen Brief. Der Gigant spricht nicht und trotzdem hat er mir von den Vögeln berichtet. Ja, und jetzt? What? Dieses Auto, dieser Unfall. Oh nee, what? Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, und jetzt? Finden wir die richtige Tür, so was. Da ist nur ein Licht, aber das bringt mir gar nichts. Und wo ist jetzt? Wo das Funkgerät oder was ist da? Ey, da, wie lange soll ich ihn hier noch suchen? Bis ich alt und grau bin? Weißt du, ich habe jetzt folgende Vermutung. Entweder sind wir beim Autounfall gestorben oder aber wir sind schuldig, dass eine Person gestorben ist. Und erleben jetzt, naja, unsere eigene Version der Hölle. Na, warte mal, mal erst aus. Wenn ich die Türen kontrolliert habe. Also jetzt. Wo bin ich hier? Ich. Boah, das sind Leichen, Alter. Ist es das Zimmer gemeint? 13? Da. 13.
Oh, what? What? Und jetzt? Der Gigant erzählte mir auch von deinem Unfall. Oh, Scheiße. Alter, ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut. Ich folge einfach mal dem Weg. Ich gehe hier definitiv im Kreis. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber was willst du machen? Oder ich gehe einfach nochmal zurück. Okay. Oh nee. So eine Art Labyrinth. Oh Scheiße. Ich krieg Panik. Ob bei irgendeinem von diesen Schränken... Ich weiß es nicht. Ja, warte mal. Ich mach mal alle Türen auf. Können wir mich die Tür aufmachen? Mach ich mal alle Schränke auf? Vielleicht ist ja irgendwas für uns, ja, was drin, was wir brauchen, wenn die Welten miteinander verbunden sind. Ja, übrigens, wenn das Spiel so tut, als würde es abspeichern, dann tut es das meistens nicht. Und wo geht's jetzt hier raus? Fuck. Ich weiß einfach nicht, wo es rausgeht. Hier muss doch irgendwo eine scheiß Tür sein. Die Türen kann ich nicht aufmachen, warum auch immer. Hier ist nichts. Wow. Hier ist auch nichts. Leute, ich verstehe es nicht. Ah! Männlicher Erwachsener, Verkehrsunfall. Ist der allein gewesen? Zwei andere waren noch bei ihm. Frontal Zusammenfall. Sieht nicht gut aus. Okay, bereitet den Raum vor. Gebt mir 6 Einheiten. Abdominale Wunde, linker oberer Bereich. Laterale Wunde, tiefer Einschnitt. Er hat eine signifikante Menge Blut verloren. Atemgeräusche bilateral. Erzgeräusche 1 und 2 sind ein bisschen gedämpft. Er hat einen intraoszären Zugang im rechten Schienbein. Blutdruck 70, systolisch, Puls bei 136. Wo ist sie? Beruhigen Sie sich. Sie kommen wieder auf die Beine. Geht's Ihnen gut? Morphin, Tranexamsäure? Nur ein Gramm der Tranexamsäure. Okay. Warten Sie. Ich muss wissen, ob es Ihnen gut geht. Sie müssen sich beruhigen. Benutzen Sie den Beatmungsfreund. Helfen Sie ihm beim Atmen. Und machen Sie einen Ultraschall. Andrea! Rosie! Tun Sie es!
Scheiße. Okay, also wir hatten wohl einen Unfall, einen Verkehrsunfall, wie es aussieht. Und wenn wir Pech haben, sind vielleicht Rosie und seine Frau oder seine Frau und seine Tochter gestorben. Kommt, verlasst das Gebäude! Was zum Teufel, Annika? Wohin soll ich gehen? Scheiße, nicht schon wieder. Lass mich in Ruhe. Hä? Scheiße, Gasse. Vor allen Dingen sehe ich gar nichts. Wait. Oh, Scheiße. Sehr geehrte Bezirksstaatsanwaltschaft, mein Name ist Erin Crisio. Ich weiß nicht, ob Sie meine bisherigen Briefe gelesen haben, deshalb schreibe ich Ihnen erneut. Meine Tochter Annika und ich zogen aus der Großstadt und hofften auf ein besseres Leben in Dumont. Alles, was wir wollten, war ein ruhiger Ort zu leben und diese Kleinstadt brachte uns neue Hoffnung. Aber seit dem ersten Tag schaut uns hier jeder an, als würden wir nicht hierhin gehören. Mir machte das nichts aus, aber meine Tochter Annika litt sehr darunter. Es fing mit dem Blicken an und es wurde immer schlimmer. Meine Tochter wurde von den rüpelhaften Kindern terrorisiert und schikaniert, weil sie anders und schwächer war als die anderen. Ich beschwerte mich mehrfach vor dem Schuldirektor und beim Sheriff, dessen Sohn der Anführer der Gruppe war. Ich beschwerte mich bei jedem, den ich finden konnte, aber alle schauten lieber weg oder sagten, dass dies nur harmlose Streiche von Kindern sind. Einer dieser Streiche ging viel zu weit und nun ist meine Tochter tot. Ich weiß, wer daran schuld trägt, aber niemand will etwas unternehmen. Jeder in der Stadt beschützt die Rüpel, die am Tod von Annika schuld sind, okay? Der Sheriff unternimmt nichts und behauptet, der Fall ist geschlossen. Er hat nicht mal eine Untersuchung durchgeführt, weil sein Sohn dahinter verwickelt ist. Bitte helfen Sie mir. Alles, was ich möchte, ist Gerechtigkeit. Hochachtungsvoll, Erin Crisio, okay? Oder wie man es ausspricht. Der Leiter des Postamts behielt Aarons verzweifelte Briefe. Tom, ich möchte, dass du alle Briefe von Erin Crisio entsorgst. Sie versuchten unnötige Aufmerksamkeit auf Dumont zu lenken. Es war eine richtige Tragödie, dass ihre Tochter starb, aber es war ein Unfall. Die anderen Kinder müssen nicht darunter leiden. Sie wird darüber hinwegkommen. Ben, Alter. Hier steht, sehr geehrte Redaktion des Daily Log. Mein Name ist Erin. Ich schreibe Ihnen erneut, in der Hoffnung, dass mir endlich jemand zuhört bei dem, was ich zu sagen habe. Meine Tochter Annika und ich zogen aus der Großstadt und hofften auf ein besseres Leben. Alles, was wir wollten, war ein ruhiger Ort zu leben. Kleinstadt brachte uns neue Hoffnung, aber ja, okay, das kennen wir alle schon. Ja, ich habe jetzt eigentlich alles gelesen und jetzt? Ben hat seinen Neffen beschützt. Es ist eine Tragödie, was mit diesem Mädchen passiert ist. Aber ein Unfall ist ein Unfall. Jack sagt, dass es keine ungewöhnlichen Vorkommnisse gab und ich bin sicher, dass das stimmt. Er ist der Sheriff und wir sollten ihm glauben. Erin trauert und sie braucht jemanden, dem sie die Schuld für den Tod ihrer Tochter geben kann. Sie schickt Briefe an Zeitungsredaktionen und TV-Sender, um zu sehen, ob sie jemand dazu bringen kann, darüber zu berichten, weil sie glaubt, hier wäre ein Mord passiert.
Niemand will diese Stadt in einen gottverdammten Zirkus verwandeln. Was passiert ist, ist passiert. Ich werde Tom darum bitten, ihre Briefe zu entsorgen. Er wird es verstehen. Sie waren verwandt. Er beschützte ihn genau wie der Polizeichef. Ja, aber der Polizeichef hat ihm ja nicht berichtet, dass die Untersuchung eigentlich ergeben hat. Achso. Er liebte sein ruhiges Leben mit seinen Hunden und schmökerte gern in seinen Büchern. Er half öfter mal in der Kirche aus und organisierte Ausflüge für Kinder. Das Leben war gut zu ihm. Aber dann geriet sein Neffe Mark in Schwierigkeiten. Es gab einen Unfall und ein Mädchen wurde getötet. Der Fall wurde geschlossen. Aber ihre Mutter schickte Briefe an jeden, den sie auftreiben konnte. Ben tat das Mädchen leid, aber er musste an seinen Neffen Mark denken und ihn beschützen. Also sorgte er dafür, dass die Briefe der Mutter nie ihre Empfänger erreichten. Niemand würde es erfahren. Man könnte Ben als einen guten Menschen bezeichnen. Aber er half dabei, die Wahrheit über den Tod von Annika zu vertuschen, um seinen Neffen zu schützen. Jetzt kannst du ihm vergeben oder ihn für sein Verbrechen bestrafen. Oh. Hier werden wir wieder. Und wisst ihr, das ist wieder so eine Sache. Wie würdet ihr denn handeln? Würdet ihr so einen Menschen vergeben? Ich meine, er hat die Briefe verschwinden lassen, ja, oder sie selbst behalten, hat man ja gerade gehört, ne? Aber er hatte geglaubt, dass der Polizeichef halt alles unternommen hat, um das Richtige zu tun. Und anscheinend hat er sie auch noch gelesen. Das heißt, er wusste Bescheid. Wir wissen noch nicht mal, ob er es bereut hat. Das ist so eine einfache, faschistische Scheiße schon wieder. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was ich tun würde. Er wollte Ben beschützen. Er hat sogar in der Kirche geholfen und. War es ein schlechter Mensch? Auf jeden Fall nicht, aber er hat Schlimmes getan, indem er halt die Briefe selber behalten hat. Er hat gewusst, was passiert ist. Er wollte Ben beschützen. Er wollte, oder beziehungsweise er hat für die Kirche was unternommen. Und so weiter und so fort. Eigentlich wiegt das ja das, was er jetzt getan hat, auf. Oh, ich vergib mal einfach, Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wisst ihr, ist eine schwierige Sache, weil ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren würde. Aber würde ich deswegen jetzt sagen, er hat den Tod verdient, also die Verdammnis, die Hölle. Wie gesagt, das eine wiegt das andere auf. Und deswegen kann ich ihm da auch nichts Böses tun, obwohl er das... Warte! Geh nicht! Du hast es versprochen! Dieser Van, der ließ sie einfach zurück. Oh, okay. Und ich kann gerade nicht mit dem Van fahren. Die Tonne kann ich auch nicht mitnehmen. Der Sack ist riesig. Ja, was soll ich jetzt machen? Vorbeilaufen kann ich nicht. Oder vielleicht doch.
Nee, ist alles komplett zu. Da ist eine Tür. Ja, ob ich ihn echt vergeben hätte, weiß ich nicht. Wenn man Reue zeigen würde, wie gesagt, dann ist es mal was anderes. Ich meine, er hat geweint. Aber war es eine Reue in dem Moment, oder? Das ist immer so eine Sache. Klar, ich habe ihn jetzt vergeben, aber ich kann auch nicht alle immer zur Hölle schicken. Wisst ihr, was ich meine? Sind es die gerade, die ich verschont habe, die gestorben sind? Das wäre jetzt natürlich das, was ich gerne wissen würde wollen. Ich bin gespannt, wo wir als nächstes hingelangen. Weil wenn wir das nächste Gebiet erreichen, dann werde ich erstmal ausmachen. Ich habe jemandes Zuhause betreten. Ja. Mache ich damit Licht an oder aus? Ja, Leute. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Ich habe ja gesagt, ich würde erstmal ausmachen, wenn wir weitergekommen sind. Der sind wir im Endeffekt auch. Ich habe wieder mal eine Person vergeben, weil ich glaube, dass er es eventuell bereut hat. Er hat Gutes getan, was wir gehört haben. Aber ob ich ihn hätte vergeben können, ich weiß es nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob jemand, wie gesagt, Reue zeigt oder nicht. Das ist immer das Problem Nummer uno. Naja, egal. Wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tüdelü.